Der Friedhof Highgate im Norden Londons, der früher wie heute gern sogenannten Hauptstadt des Kapitalismus. Hier ruht im unscheinbaren Familiengrab Karl Marx, der bahnbrechende Denker, bekanntester Rauschebart und Posterheld der Welt. Begraben schienen nach dem Ende des Kommunismus auch seine Gedanken. Marx, der mit Hegels Wort tote Hund der Geschichte. Heute, da der Kapitalismus sein Glücksversprechen für alle nicht erfüllt, ist Marx wieder da. Ohne Bart könnte er einer der Passanten im London der Gegenwart sein. Karl Marx, der Unvollendete. Einmal ist er der Unvollendete in seinem Werk. Er hat ja weniger als ein Drittel dessen, was er geschrieben hat, überhaupt in seinem Leben publiziert gesehen. Und dann glaube ich eben, und das ist das Programmatische an meinem Buch, dass seine Zeit noch nicht abgelaufen ist, sondern eher noch gekommen wird oder gekommen ist gerade. Im England der industriellen Revolution ist Marx Zeitzeuge eines entfesselten Frühkapitalismus. Die Hölle der Produktion, Kinderarbeit inklusive, kennt er genau. Und erzeugen Massenproduktion, Globalisierung, Digitalisierung heute nicht bei vielen ein ähnliches Lebensgefühl? Die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit und schließlich von sich selbst? Der Begriff ist deshalb so wichtig, weil er sich eigentlich als Kontinuum durchs Werk zieht, auch wenn er nachher nicht mehr so genannt wird. Später spricht er im Kapital von fremden Mächten, die uns beherrschen. Und das ist dieser, was wir Kapitalismus nennen, der eigentlich wie eine Formel funktioniert, sage ich, die sich selbst erfüllt. Also er klagt auch nicht Kapitalisten an, sondern den Kapitalismus. Er verurteilt nicht Reichtum, das wird immer falsch gesagt, sondern er kritisiert Armut. Jürgen Neffe beschreibt Marx Wirken und Wirkung mit Blick auf die Gegenwart. Frei nach Kierkegaard. Geschichte geht immer vorwärts. Verstehen können wir sie nur rückwärts. Vom Jurastudenten zum politischen Journalisten, dem von Zensur und Geheimdienst Verfolgten, der im Exil das Revolutionsjahr 1848 erlebt. Das Buch entfaltet Marx' Gedankenwelt, seine Fundamentalkritik am Kapitalismus. Mit Freund und Helfer Friedrich Engels formuliert Marx das Kommunistische Manifest. Allein später die von Arbeitern kaum je gelesene Bibel der Arbeiterklasse, das Kapital. Im Meinungsstreit schont Marx weder Feind noch Freund. In exzessiv ausgelebter Dialektik ist er, so Neffe, mal weiser, mal wüterig. Wenn es um politische Gegner ging, konnte er austeilen und auch vernichtend Reden schreiben. Also von Bakunin bis Lassalle, er hat alle niedergemacht. Es waren am Ende ganz wenig Freunde übrig. Ich habe mich dann oft gefragt, man kommt ja so Menschen auch nah, warum machst du das? Also das waren teilweise auch völlig unnötige Grabenkämpfe. Hat er seine Zeit mitvertan, seine Energie vergeudet. Ein Marx der Widersprüche. Auch seine Kinder und die selbst hochbegabte Gattin Jenny hatten einiges mit ihm auszuhalten. Theorie und Praxis passten kaum zusammen. Der Experte des Geldes konnte selbst nicht haushalten. Frau Marx, Jenny von Westfalen, hat in ihrer Jugend auch nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Und wenn da zwei solche zusammenkommen, haben die ein Problem. Die haben es immer mit vollen Händen ausgegeben, was ich sehr sympathisch finde. Keine schwäbische Hausfrau, die spart, sondern wenn sie was hatten, haben sie Freunde eingeladen und haben Partys gemacht und gut gelebt. Und dann war es wieder alle. Auch große Erbschaften in einem Jahr durchgebracht. Auch Jürgen Neffe unternimmt es in seiner Biografie, Marx vor den Marxisten zu retten. Die russische Oktoberrevolution vor 100 Jahren passte nicht in sein Konzept. Zu früh, zu isoliert. Schon gar nicht hätte ihm gefallen, wie Lenin und andere die Diktatur des Proletariats verwirklichten. In seinem Marx-Namen, aber nicht in seinem Sinn. Marx war vor allem revolutionär. Mitzuwirken in dieser oder jener Weise am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, das war sein wirklicher Lebensberuf, das war sein Element. Ich bin viel in der DDR gewesen, da wurde ein Marx-Bild geschaffen. Und da gibt es vielleicht ein schönes Beispiel, das haben mir einige Freunde aus dem Osten erzählt.
Bei Marx steht ganz klar, er ist für mich der Philosoph der Freiheit. Und der Satz heißt, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. In der DDR hieß es, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Also wartet mal, bis wir alle frei sind. Und das zeigt sehr schön diese Verdrehung. Paris 2016. Der Protest gegen Arbeitsmarktreformen schlägt um in offene Gewalt. Vorrevolutionäre Szene. Und überhaupt, hat er nicht alles vorhergesehen? Beinahe Kollaps der Finanzsysteme. Dramatisch wachsende Ungleichheit. Die Welt in der Hand von Assadeuren. Fehlt nur noch die Weltrevolution. Also eine Revolution, das ist ja Marx' Kerngedanke. Eine Revolution, ohne weitergedacht zu haben, ohne ein Weltmodell zu haben, auch ein Wirtschaftsmodell, ist sinnlos. Und diese Form von Weltrevolution hat er ja auch zur Voraussetzung gemacht, dass es eine Weltrevolution ist. Das schreibt er auch. Das hat alles keinen Sinn, wenn man das nur an einem Ort macht, sondern es muss eigentlich ein weltumspannendes, so wie der Kapitalismus sein, eine weltumspannende Gegenkraft sein. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt da so nah dran sind. Meine größere Sorge ist, dass es kollabiert und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Einstweilen erlebt der Tote von Highgate sein Comeback. Marx ist wieder in den Köpfen. Und das, so erfahren wir in Jürgen Neffes lesenswerter Biografie, war es, was er am Ende wollte. Das Bewusstsein der Menschen, die Geschichte bewegen.